Moni, zeig doch mal deine Disney-Taschen. Hallo meine Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Video hier auf meinem YouTube-Kanal und zu einem neuen Moni zeig mal. Ja, von zu Hause. Also es gibt ja die Moni zeig mal Reihe aus dem Disneyland Paris. Da zeige ich euch mal die Sachen, die ihr gerne sehen möchtet im Disneyland Paris. Und dann gibt es die Moni zeig mal Reihe von zu Hause. Es gibt schon Moni zeig mal deine Ohren, Moni zeig mal deine Spirit Jerseys und jetzt kommt Moni zeig doch mal deine Disney Taschen und Rucksäcke. Ja, das zeige ich euch in diesem Video. Schau mal vorab, ich sehe meine Kisten da. Es sind einige, das heißt, das Video könnte extrem lang werden. Und ich habe vorher schon ausgemistet, die habe ich beim Insta-Sale schon verkauft. Es sind trotzdem immer noch einige Taschen und Rucksäcke, von denen ich mich jetzt nicht so schnell trennen konnte. Und ich habe sie so ein bisschen sortiert, so zum Beispiel Prinzessinnen, Mickey und Minnie und dann auch meine Designer-Disney-Taschen, die gibt es nämlich auch. Und ja, ich zeige euch das jetzt peu à peu. Und wenn ihr andere Moni-Zeig mal sehen möchtet, dann schreibt ganz unten in die Kommentare. Und vielleicht wollt ihr auch ja meine normalen Taschen auch mal sehen. Also das sind jetzt nur meine Disney-Taschen. Ich habe natürlich auch noch Nicht-Disney-Taschen. So ein paar. Also man könnte sagen, ich bin auch ein Taschenfan. Wenn ihr das auch sehen wollt, dann einfach unten in die Kommentare schreiben. Und natürlich möchte ich am Ende wissen, welche Taschen und Rucksäcke euch am besten gefallen haben. Aber ich glaube, die Entscheidung wird euch sehr, sehr schwer fallen, weil es sind echt schöne Teile dabei. So, ich hole die erste Kiste und dann starten wir. Starten wir mit der reinen Mickey und Minnie Box. Und ja, ich versuche euch mal zu sagen, woher ich die Sachen habe. Aber natürlich, die meisten Sachen wird es nicht mehr geben. Also, fangen wir an mit einer Minnie-Maus-Tasche von Danielle Nicole. Jetzt muss ich aber erstmal ein bisschen wieder in Form bringen. Die ist ein bisschen zerknautscht, weil die auch sehr, also relativ voluminös ist. Genau, das ist einmal die Tasche von Minnie Maus. Die hatte ich auch in Orlando dabei. Die finde ich echt mega süß, super frühlingshaft. Ja, trage ich sehr gerne im Frühling mit so oder im Sommer auch mit rosa Outfits. Und die habe ich mir in Amerika bestellt bei Danielle Nicole. Danielle Nicole Taschen gibt es ja hier leider nicht. Genau, das ist meine Minnie Maus. Ich sage immer, also Kirschblüten sind es ja nicht. Da habe ich eine andere Tasche, wo Kirschblüten drauf sind. Aber es sind so schöne Blüten und rosa und ja, die gefällt mir echt schön. Das Problem ist immer, die nimmt so viel Platz weg, weil die so voluminös ist. Ja, aber trotzdem mega schön. Dann kommen wir zu zwei Desigual-Taschen, die ich auch sehr gerne trage, weil sie ein Platzwunder sind. Und zuerst habe ich mir hier die gekauft, in schwarz. Und gemerkt, boah, da passt richtig viel rein. Und von Desigual gibt es ja immer mal wieder Taschen, auch bei Zalando zum Beispiel. Dann auch auf den Sale warten, weil die sind oft krass reduziert und da passt echt viel rein. Deswegen ist das so ein Platzwunder. Es hat zwei Taschen und hier auch in der Mitte. Und ja, die trage ich sehr gerne im Park, wenn ich viel dabei haben muss. Und schwarz passt ja halt natürlich zu vielen Sachen. Hier gibt es auch noch so zwei Anhänger. Einmal hier Mickey Mouse und dann hier noch so ein kleines Täschchen mit Reißverschluss. Benutze ich aber nie. Genau, einmal die. Und dann fast identisch dieselbe in beige, weil ich natürlich auch oft beige Outfits habe. Und von der Form her genau dasselbe, nur jetzt hier in dem Design habt ihr vorne die dezenten Mickey-Köpfe. Auch hinten, hier ist übrigens auch noch ein Fach. Und auch wieder zwei Anhänger, einmal Mickey und einmal hier dieser Glitzer-Mickey. Und wie gesagt, von der Aufmachung her genau dasselbe. Für mich ganz tolle Platzwunder. Die Desigual hat eh ganz tolle Sachen, muss ich sagen, von Disney. Und ja, da gefallen mir auch tatsächlich wieder einige, aber ich muss mich jetzt erstmal zurückhalten, was Taschen angeht, weil ihr werdet sehen, es sind einige dabei. Dann auch ähnlich von der Form, aber von Primark habe ich hier die Tasche. Eine weiße Mickey-Tasche, weil manchmal brauche ich halt einfach eine weiße Tasche. Zu meinen Outfits hat auch so Mickey-Köpfe vorne und die hat hier so ein Band dran, wo auch Mickey-Köpfe drauf sind. Sieht man so, man könnte theoretisch auch so tragen. Aber ich bin ja der Fan von Crossbody, deswegen habe ich auch immer ein langes Band. Und ja, innen ist einfach nur einfach, passt auch was rein. Es gehört nicht zu meinen kleinsten Taschen.
Und deswegen habe ich einmal eine weiße Tasche, weil irgendwann braucht man immer mal eine weiße Tasche. Das denke ich mir bei allen meinen Taschen. Irgendwann werde ich ein Outfit haben, wo ich dann die Tasche zu brauche. Dann kommen wir zu der Kirschblütentasche, die ich eben gesagt habe. Die trage ich auch sehr, sehr gerne. Und zwar ist die von Loungefly. So, sieht so aus. Finde richtig schön, weil Mini auch da sehr dezent drauf ist. Ich bin ja eh der Rosa-Fan. Und ja, hat auch ein Fach. Sieht von innen so aus. Und habe ich auch schon sehr, sehr oft getragen. Liebe ich auch abgöttisch. Dann kommen wir zu einer Tasche, die ich relativ neu, die habe ich auch noch nicht angehabt und habe ich von Belle Shop Hong Kong bestellt. Und zwar diese Ballontasche aus Disney Tokio. Und ihr seht, da ist der Preisschild noch dran, wie gesagt, weil ich es ja noch nicht getragen habe. Ja, da sind so Ballons auch auf dem Band. Und ich sag mal, das Problem, also ich werde auf jeden Fall dieses Jahr, glaube ich, ein Ballon-Outfit machen, weil ich habe Ohrringe und würde die Tasche dazu anziehen. Das Problem bei dieser Tasche, da passt fast nichts rein. Da ist mehr Plüsch als Platz leider drin. Ja, also Geldbeutel passt vielleicht rein und eine Packung Taschentücher, aber dann wird es schon eng. Deswegen, also ist es eher so eine passende Outfit-Tasche als eine praktische Tasche. Aber ich mag diese Ballons und deswegen ja, habe ich es mir sehr einfach mal gekauft. Dann eine Tasche von Eastpak, die habe ich letztes Jahr ja zugeschickt bekommen von Eastpak, ist die. Und die war auch, die wolltet ihr unbedingt gerne nachkaufen. Die hat auch so ein langes Band und diese Mickey Shape. Innen drin habt ihr Disney 100, das Logo. Und hinten steht auch nochmal Disney und Eastpak. Und die war sehr schnell weg und ich kann verstehen, warum, weil die echt auch zu allen Outfits, Disney Outfits passt. So eine Unisex-Tasche für Männer und für Frauen. Und ja, bin ganz happy, die zu haben. Dann habe ich eine Bauchtasche. Ich hatte immer so eine Zeit, wo ich eigentlich nur Bauchtaschen getragen habe. Mittlerweile hat sich das ein bisschen wieder geändert. Aber ein paar Bauchtaschen habe ich noch behalten. Und zwar einmal die von Aldo, weil ich die auch praktisch finde, wenn ich zum Beispiel zu Hause mal spazieren gehe draußen und keine Lust auf eine Umhängetasche habe, habe ich auch gerne mal einfach eine Bauchtasche, wo der Schlüssel reinkommt. Sehr dezent, weil eigentlich ist nur der Mickey-Kopf hier und ansonsten ist es einfach eine schwarze Leder-Bauchtasche. Wie gesagt, von, ich glaube, sie ist von Aldo. Das steht jetzt auch nicht drauf, aber doch, da drin steht's. Es ist von Aldo. Aldo hat auch manchmal zwischendurch echt richtig schöne Sachen. Dann eine auch sehr neue Tasche, die es vielleicht noch gibt, weiß nicht, gibt es bei Get Ready Comics, heißt die Seite, glaube ich. Habe ich beim Eddie gesehen und deswegen habe ich sie nachgekauft. Ist die Tasche. Ist eine Umhängetasche, aber auch ein Rucksack. Ich weiß nicht, ob ich die Bändel hier reingeworfen habe. Ja. Also habt ihr noch so Bändel dazu. Kann man als Umhängetasche oder als Rucksack tragen, aber als Rucksack wäre es mir viel zu klein. Ihr seht hinten, ihr habt die Möglichkeit, das auch als Rucksack zu tragen. Als Umhängetasche hat es für mich die ideale Größe, weil es echt voluminös ist, passt sehr viel rein mit zwei Fächern und auch das Design innen ist echt süß. So dieses Retro-Design ist auch von Loungefly. Und ja, hier habt ihr auch das Band, hat auch die Mickey-Köpfe drauf. Und hier an der Seite habt ihr noch so eine Mickey-Hand. Also eine echt mega süße Tasche oder Rucksack. Steht hinten auch immer 100 Years of Wonder drauf. Und ja, habe ich relativ neu. Vielleicht findet ihr sie noch ja, bei Get Ready Comics gekauft. Aber vielleicht gibt es sie auch noch auf anderen Seiten. Dann eine Plüschtasche, wo ich schon so viele Fragen bekommen habe, weil ich auch die in Rosa habe, die zeige ich euch auch noch, ist die hier. Vom Design her ähnlich wie die Eastpak-Tasche, aber in Plüsch. Das heißt, für mich, solche Taschen kann ich nicht im Sommer tragen, weil es für mich unpassend ist, eine Plüschtasche zu tragen. Aber ich trage sie auch sehr gerne. Die gab es mal bei Shop Disney zu Mickeys 90. Geburtstag. Ist auch schon ein paar Jährchen her, aber ich liebe sie abgöttisch. Dieses Plüschdesign mag ich sehr, sehr gerne. Passt auch echt viel rein, wird man gar nicht denken. Also hier gibt es hinten einfach, hier ist noch ein, wie ein Taschentuch oder so. Und dann habt ihr hier oben das Fach und halt diesen langen Gurt wieder. Und wie gesagt, da passt echt viel rein, wird man gar nicht meinen. Deswegen trage ich sie auch oft, weil sie auch echt praktisch sind und gut aussehen. Und wie gesagt, die selber habe ich auch noch in Rosa, zeige ich euch dann später. Dann habe ich eine Tasche von Spectrum. Spectrum ist ja eigentlich so eine Pinselmarke aus England. Und die hatten mal früher immer Kollektionen, wo eine Handtasche dabei war und halt dann Pinsel zum Beispiel.
Und welche ich richtig cool fand, ist die Klatsch hier. Die hat hier diesen Mickey-Henkel in Gold und ist einfach nur eine große Klatsch. Man könnte sie auch als Kulturbeutel benutzen, aber ich nutze sie tatsächlich als Handtasche, als Klatsch, weil ich das halt mit diesem Henkel hier so richtig cool finde. Hatte ich auch schon mal öfter zu Events an. Und ist eine Tasche, die ich jetzt nicht mega oft anhabe, aber wenn, dann liebe ich sie. Wie gesagt, hier unten steht Spektrum und hier vorne habt ihr die Hand in Gold und dazu gibt es halt auch immer einen Stoffbeutel. Aber leider haben die jetzt seit längerem nicht mehr diese Taschen plus Pinselsachen. Die haben jetzt seit neuestem, habe ich ja letztens bestellt, so eine Hand gehabt, so der Daumen von Mickey als Pinselhalter. Dann habe ich eine Tasche, die habe ich bei Shop Disney gekauft, ich glaube letztes Jahr. Und es ist auch eine Bauchtasche. Genau, hier ist der Gurt. Einmal Gurt für Bauchtasche und einmal Gurt für Umhängetasche. Und zwar zum 30. Geburtstag habe ich mir die bestellt, weil die Farben vom 30. Geburtstag da drauf sind. Plus ist es eine Pin-Tasche. Das heißt, ich habe da die 30. Geburtstag-Pins dran gehauen. Und sieht dann dementsprechend so aus. Die Pins, wie gesagt, waren nicht bei der Tasche dabei. Nur halt hier dieser Mickey-Kopf. Und hier hinten habt ihr noch die Möglichkeit, es als Bauchtasche zu umfunktionieren. Und zum 30. Geburtstag-Outfits war sie mega. Hat mir echt gut gefallen. Und passt auch einiges rein. Genau, also meine Pin-Tasche. Irgendwann wird es vielleicht nochmal zum Einsatz kommen. Dann noch meine Bauchtasche. Ich glaube, die habe ich auch von Shop Disney, weil die auch so ein Platzwunder ist. Man denkt es kaum, weil die relativ flach und klein ist, aber da passt echt viel rein. Hier vorne ist auch so zwei kleine Fächer und der Reißverschluss und habe ich auch gern mal auf Reisen dabei. Und ist halt, ich meine, die ist von Shop Disney gewesen, aber auch ewig her. Dann eine Snacktasche von Loungefly, die habe ich bei EMP, soweit ich weiß, bestellt. Und zwar die hier. Ist auch relativ groß von der Optik her. Dazu habe ich auch Ohren und so. Und es gab ja mal so eine Snack-Taschenzeit, auch Rucksäcke. Und da habe ich mir die bestellt. Das soll ein Mickey-Eis, glaube ich, sein, oder? Ein Mickey-Sandwich. Hier habt ihr an der Seite diese Sprinkles. Ja. Die habe ich bei EMP bestellt. Dann die zwei letzten aus dieser Kiste. Die gab es auch bei Shop Disney letztes Jahr. Ihr seht, da ist auch noch der Preis dran, weil ich noch keine Gelegenheit hatte, sie anzuziehen. Ist auch jetzt nicht das Mega-Platzwunder, aber größer auf jeden Fall als die Ballontasche aus Tokio. Ja, ist Mickey als Zimtschnecke auch so eine von diesen Munchlings. Finde ich echt süß. Wie gesagt, jetzt habe ich das Band abgemacht. Auch kann man echt süß kombinieren. Der Einsatz für die Tasche wartet noch. Und dann habe ich noch eine Frühlingstasche, die ich leider irgendwie beim Umzug oder so ein bisschen versaut habe. Dazu habe ich aber auch Ohren und passenden Rock und Shirt von Shein. Also die Ohren natürlich nicht, aber der Rock und das T-Shirt. Und zwar hier die. Dazu habe ich, wie gesagt, auch passende Ohren und die habe ich auch bei EMP gekauft. Die ist auch von Loungefly. Und ihr seht es vielleicht, die hat so ein bisschen abgefärbt. Die war in irgendeiner Kiste mit irgendwas Schwarzem. Hier sieht man es auch noch. Meine Mama hat es versucht zu retten. Aber ganz weg ist es leider nicht. Von Weitem sieht man es nicht. Aber trotzdem blöd, dass sowas halt passiert und das abfärbt. Naja, auf jeden Fall habe ich dazu auch die passenden Ohren. Und ist halt so ein schönes Daisy-Outfit. Also soll ja ein Gänseblümchen darstellen. Und ich glaube, das Outfit hatte ich letztes Jahr mal an. Oder vorletztes Jahr? Ich glaube, letztes Jahr. Ja, das war die erste Mickey-Kiste. Jetzt packe ich wieder alles ein und dann kommen wir zur nächsten Kiste. So, kommen wir zu den Mickey- und Mini-Rucksäcken. Davon habe ich, und Taschen, aber davon habe ich nicht ganz so viele oder generell an Rucksäcken. Weil ich sie halt nicht so praktisch finde, vor allem die von Loungefly. Aber einige habe ich noch, und zwar einmal auch von letztem Jahr, von der Munchlings-Kollektion, weil ich auch die passenden Ohren dazu habe und sie ist einfach super süß finde. Jetzt muss ich hier mal ein bisschen... So, ist dieser Mini-Maus-Cupcake-Rucksack. Also der ist einfach so cute. Und da ist, wie gesagt, ist ein Rucksack, da passt auch eigentlich schon was rein. Also man würde es nicht meinen, jetzt natürlich nicht, was ich sonst so dabei habe, aber ein paar Sachen passen schon rein und ist einfach super süß. Habe ich bei Shop Disney gekauft.
Dann auch einen Loungefly mit Minimaus, wo ich auch die passenden Ohren dazu habe und auch was mit Essen zu tun hat. Und zwar dieser Minimaus Loungefly Ice Cream Loungefly Rucksack. Ja, habe ich, glaube ich, bei EMP bestellt. Oh My steht da hinten drauf. Und wie gesagt, dazu habe ich auch die passenden Ohren und finde ich eigentlich ganz süß. Dann habe ich einmal einfach eine Tasche, eine Sporttasche, eine Reisetasche, wie man es auch nimmt. Habe ich noch nicht benutzt, wie ihr sehen könnt. Aber irgendwann wird man schon was so gebrauchen können. Genau, einmal, die habe ich, ich glaube, bei Zalando bestellt oder so. Dann einen Loungefly, von dem ich die Größe echt super finde. Davon habe ich nämlich zwei. Der eine sieht schon ein bisschen mitgenommen aus, weil er in Walt Disney World mit dabei war. Und zwar einmal der hier. Die Größe finde ich echt gut. Viel besser als die anderen Loungeflies, weil da einfach mehr reinpasst für mich. Das ist der aus Disneyland mit den Schlössern. Die habe ich mir, glaube ich, online bestellt. Gab es hier in Deutschland nicht. Den gab es aber in Deutschland bei Shop Disney zu kaufen. Und zwar den aus Walt Disney World zum 50. Geburtstag mit den Attraktionen drauf. Und ja, wie gesagt, die Größe finde ich echt praktisch. Dann ein Rucksack, der schon sehr, sehr viele Trips mitgemacht hat. Und ich weiß auch, dass sehr, sehr viele ihn von euch haben. Und weil der echt mal im Angebot bei Shop Disney war. Und auch noch Jahre später wird gefragt, woher hast du den coolen Rucksack? Das ist hier der. Den gab es dann, wie gesagt, im Angebot bei Shop Disney für 15 Euro oder 20 Euro. Auf jeden Fall super günstig. Ein Platzwunder. Ich liebe ihn. Und ich weiß, wie gesagt, auch viele von euch haben diesen Rucksack. Und ja, er ist echt super praktisch. Dann habe ich auch noch einen Rucksack von Eastpak ja letztes Jahr zugeschickt bekommen. Mal hier zu. Genau, ein bisschen in Form bringen. So, da ist noch mein Button dran. Sieht so aus, wie gesagt, sehr kleine Mickeys hier, so versteckt, nicht so penetrant. Unten steht Disney drauf und innen habt ihr das Design von Disney 100. Ich weiß noch nicht, welchen Rucksack ich in den Urlaub mitnehme. Ist immer so ein Dilemma. Obwohl ich den, der jetzt kommt, auch super finde, weil der hat nämlich ein Feature und zwar kann man den an den Koffer dran machen. Also das ist hier der. Genau, hier seht ihr diese Lasche, da kann man ihn einfach auf den Koffer drauf machen. Und zwar ist er auch von Loungefly, aber Disney Cruise Line Exclusive. Das heißt, den habe ich auf der Disney Cruise gekauft. Wie gesagt, auch von Loungefly, eine also noch bessere Größe als die anderen sogar noch. Hat hier vorne auch ein Fach und das Design ist super. Wie gesagt, Disney Cruise Line liebe ich ja und ich glaube, der kommt, einmal wegen dem und natürlich, da ich auf AIDA bin, passt natürlich auch das Design. Ja, den liebe ich auch sehr. Und dann haben wir noch zwei Rucksäcke. Einmal den, das ist eigentlich auch kein Rucksack, sondern so eine Umhängetasche. Den gab es oder gibt es jetzt, wenn man auf Disney Cruise Line, ich glaube mittlerweile, also das war ja unsere zweite Reise und da ist man schon in diesem Club-Status und dann bekommt man schon so eine Tasche zum Beispiel gratis und ein Lanyard, glaube ich, pro Kabine. Und ja, den gab es gratis, als wir die Castaway Key Tour gemacht haben. Habe ich noch nicht angehabt, aber ja, hat trotzdem Disney Cruise Line Logo drauf. Und da steht, achso, da steht es ja auch, Castaway Club. Wenn man im Club, da steht es, Castaway Club. Und dann habe ich hier einfach noch so einen Rucksack. Das ist ein Rucksack tatsächlich, aber in so einem kleinen Fach, weil manchmal im Urlaub hat man vielleicht keine Lust auf Rucksack mitzunehmen und dann hat man so einen Spare-Rucksack, den kann man dann hier rausnehmen und ja, ist dann tatsächlich ein Rucksack oder den gebe ich auch oft meiner Mama, weil sie nicht der größte Rucksack-Fan ist, aber im Urlaub dann doch mal einen Rucksack braucht und ja, so sieht er da aus, ausgepackt, hat sogar hier noch so ein Netz drin und so, also von der Größe her, also vom Transportablen her echt super, ist von Desigual. Keine Ahnung, ich glaube, den habe ich bestimmt auch bei Zalando oder so bestellt. Und dann macht man das hier einfach wieder rein. So ähnlich wie mit den Einkaufstaschen. Und dann hat man wieder einen kleinen Rucksack. Ja, also finde ich mega praktisch. So, das waren die normalen Rucksäcke. Ich habe noch einen Designer-Rucksack, aber da kommen wir später zur Kategorie Designer. Dann kommen wir zur Kiste, wo noch ein bisschen Mickey Mini drin ist. Aber auch andere Disney-Charaktere. Habe ich jetzt einfach mal so
betitelt. Und da kann man auch erstmal die rosane Tasche, von der ich auch eben gesprochen habe. Die andere Flauschtasche, die es zum Mickys 90. Geburtstag gab. Wie gesagt, vom Design her genau dasselbe. Die waren auch gar nicht so teuer. Es gab auch damals einen Rucksack. Und ja, ich liebe sie abgöttisch. Dann einmal eine Tasche, die ich... Habe ich mir die mitbringen lassen? Ich habe mir die, glaube ich, mitbringen lassen. Und zwar ist es diese Tasche. Walt Disney World Tasche, die auch sehr, sehr süß ist mit Mickey in so einem Oldschool. Es gab auch so eine Brotdose dazu. Mickey, Donald und Pluto. Und hinten habt ihr die Country Bears. Sieht so aus. Oh. Auch so eine schöne Sommer-Frühlingstasche von den Farben her. Und die ist auch direkt aus Walt Disney World gewesen. Ich weiß nicht, ist sie Loungefly? Ich glaube, sie ist nicht Loungefly. Nee. Doch, hier drin steht's. Es ist eine Loungefly-Tasche. Genau. Dann eine Winnie-Pooh-Tasche. Und ich weiß nicht mehr, wie der Shop heißt. Mir fällt der Shop nicht mehr ein. Das ist auf jeden Fall ein Shop aus UK, die auch so Kleider und sowas gemacht haben. Aber mir fällt gerade der Name nicht ein. Ich habe dazu auf jeden Fall das passende Kleid auch. Und halt diese Winnie-Pooh-Tasche. Ihr seht einfach nur das kleine Winnie-Pooh-Logo in der Mitte. Und das war's. Ist sehr dezent. Und hier steht auch noch Oh Brother. No, Oh Brother. Oh Brother. Und ja, das war's. Auch eine sehr süße Tasche zum... Ich habe ja so ein paar Winnie-Pooh-Outfits. Deswegen habe ich auch eine Winnie-Pooh-Tasche. Dann nochmal eine, die ich auch sehr, sehr gerne anhabe, ist die hier. Weil Polkadots liebe ich. Und ich habe natürlich auch einige Outfits, wo ich Polkadots anziehe. Und deswegen ist die Tasche perfekt. Gab es auch bei EMP, ist auch von Disney Loungefly. Und ja, innen drin habt ihr noch schwarze Polkadots. Das wäre auch geil, ne? Wenn man die jetzt umdrehen könnte mit schwarzen Polkadots. Und ja, einfach mit dem Disney-D vorne und wie gesagt, den Mini-Polkadots. Auch eine tolle Tasche. Dann eine Tasche von Donald aus Primark. Ich habe ja hin und wieder auch mal Donald-Outfits an und deswegen halt auch die passende Tasche dazu. Gab es mal bei Primark. Ja, ähnlich wie die weiße Tasche, die ich ja schon gezeigt habe vom Aufbau her. Und ja, einfach nur überall Donald drauf. Dann habt ihr hier noch so eine kleine Umhängetasche. Da kann man auch noch irgendwas reinmachen. Genau. Die Donald-Tasche. Dann habe ich noch eine Tasche von Codello, die ich auch sehr süß finde. Ich finde es echt schade, dass Codello die Disney-Lizenzen, ich weiß nicht, verloren hat, abgegeben hat, nicht mehr weitergeführt hat, weil Codello hatte sehr, sehr schöne Sachen und vor allem im Winter bekomme ich ständig die Frage, woher du deine Mickey-Schals hast. Also ich habe ja so dicke, schöne Mickey-Schal. Und die gab es halt bei Codello vor Jahren. Der eine ist auch oft wie wieder zu Mickys 90. Geburtstag gewesen, eine Limited Edition. Und ja, die haben ja leider die Lizenzen zu Disney nicht mehr. Und die hatten auch Tücher und ich habe tatsächlich das Tuch in dem Design und mir dann die passende Tasche dazu geholt. Wie gesagt, von Codello mit diesem Paris-Design. Finde ich auch echt schön. Mit Mickey und Minnie, auch von der Größe her. Ja. Habe ich das passende Tuch dazu und ja, ich finde es echt schade, dass Codello das nicht mehr tut. Dann noch drei Taschen plus ganz viele Tragetaschen. Also ich bin ja auch das Opfer dieser Tragetaschen von den Disney Parks und so. Aber kommen wir erstmal noch zu den drei Taschen. Einmal mit Chip 'n Dale. Genau, da steht Disney Loungefly drauf. Mit auch wieder dieses Eats Design, dieses Foods von Loungefly habe ich auch bei EMP bestellt. Vor allem dieser Donut. Mega süß. Und, oh. Ich hatte sie anscheinend bei Disney im Konzert an. Im Mai 22. Disney im Konzert Dreams Come True. Ah, da war ich mit Daniel. Ja, in Trier. Da hatte ich die Tasche anscheinend das letzte Mal an. Ist auch schon ein bisschen her. Ja, und innen drin habt ihr auch die Donuts-Designs. Auch eine echt süße Tasche. Jetzt geht zu, bitte. Danke. Dann auch eine Tasche, die ich mir bei Bello Shop gekauft habe. Und bei der Größe mich ein bisschen verschätzt habe. Also auf dem Bild sah sie ein bisschen größer aus. Und zwar ist es diese Mickey Plüschtasche. Und irgendwie mit diesen asiatischen Plüschtaschen, da passt fast nichts rein. Also da passt auch vielleicht, also noch nicht mal wahrscheinlich mein Handy rein. Vielleicht. Und dann wieder eine Packung Taschentücher. Aber das war's. Aber die ist schon sehr süß.
Hier habt ihr einmal Disneyland Huch, Hongkong vorne drauf. Und halt dieses Plüsch-Design ist ja jetzt, ich trage sehr gerne dieses beige Plüsch, auch vor allem mit den Mützen jetzt. Und dann passt die Tasche natürlich auch sehr gut dazu. Ihr habt immer Mickey Mouse stehen und ja, die habe ich bei Bello Shop Hongkong gekauft. Aus Asien. Und dann nochmal eine Tasche von Primark. Finde ich auch super, weil im Sommer manchmal hat man so schöne Sommerkleidchen an und so. Und das passt zu dieser Bastentasche, ist das? Kann man das Bastentasche nennen? Auch echt gut dazu. Und ich habe mir überlegt, ob ich sie verkaufen soll, aber dann konnte ich es nicht übers Herz bringen. Weil ich denke mir so, irgendwann vielleicht im Sommer, ich hatte es ja schon mal an, mit so einem schwarzen Kleid, mit Schlitz und so im Park, mit schwarzen Ohren und dann einfach die Tasche. Das sah echt schön aus und deswegen konnte ich es nicht übers Herz bringen. Ja, unten habt ihr Minnie Maus draufstehen. Wie gesagt, gab es mal bei Primark. Ja, und dann in diesem Karton oder in dieser Kiste sind nur noch diese Taschen, also die Taschen. Castaway Key, dann haben wir hier Disney Cruise. Und ich bin ja so ein Sammelopfer von diesen Taschen. Dann habe ich hier natürlich Walt Disney World, 50. Geburtstag und. Nochmal Castaway Key und Disney World und alte Disney World Taschen. Hier zum Beispiel gab es vor dem 55. jeweils zu jedem Park gab es so Taschen. Und ja, ich bin ja so ein Opfer und sammle diese wieder verwertbaren Taschen, aber mittlerweile habe ich auch so viel aus dem Disneyland Paris, weil manchmal hat man dann keine dabei, aber dann braucht man eine Tasche und dann kauft man wieder eine. Also ich habe gefühlt, mein ganzer Schrank ist voll von diesen Disney Reusable Bags, was ja auch nicht schlecht ist, ne? Also ich habe eh keine Taschen, keine Plastiktaschen mehr, die man früher so gekauft hat im Supermarkt. Aber also irgendwann, diese Taschen nehmen irgendwann überhand. Naja, das waren die Taschen. Das waren die Mickey Maus und sonstige Charaktere Taschen. Jetzt kommen wir noch zu Prinzessinnen, Weihnachten, Halloween und Designertaschen. Ja, kommen wir zu den Prinzessinnen oder Frauen oder was auch immer, wie man sie nennen möchte. Genau, da habe ich auch eine Kiste. Und dann fangen wir doch an mit der wunderschönen Cinderella-Tasche von Danielle Nicole. Die liebe ich abgöttisch. Die habe ich auch in Amerika bestellt, damals zu Freunden und Bekannten schicken lassen. Die haben sie dann mitgebracht aus Amerika. Gab es leider auch nicht hier. Amerika hat immer so tolle Sachen. Ja, also einmal die Cinderella-Tasche. Dann habe ich einmal hier so eine Dopey-Tasche für ein Schneewittchen-Outfit. Habe ich, glaube ich, mal bei Zalando oder so bestellt. Ist jetzt auch nicht das mega Platzwunder. Aber manchmal braucht man halt eine Tasche zum Outfit und kein Platzwunder, ne? Ja, Schneewittchen habe ich aber nicht ganz so oft an. Dann habe ich eine Mary Poppins Tasche zu meinem Mary Poppins Rock, den ich auch habe. Habe ich auch bei Zalando bestellt. Ist, da steht immer nur Mary Poppins drauf, keine Ahnung, was das für eine Marke ist. Eigenmarke bei Amazon, ich weiß es nicht. Aber die ist mega cool mit dem Schirm. Dann habe ich nochmal eine Danielle Nicole Tasche und zwar einmal die Pocahontas Tasche. Ich hatte ja auch mal einen Pocahontas Bound gemacht und so weiter. Und ich glaube, die habe ich aber nicht aus Amerika. Die habe ich, glaube ich, auch bei Amazon mal bestellt. Pocahontas. Dann habe ich bei... War es Elbenwald? Ich weiß, auf jeden Fall habe ich... ich glaube, es war Elbenwald. Eine Kooperation bekommen, gehabt. Und da habe ich mir den Rucksack von Schön und das Biest ausgesucht. Ist jetzt auch nicht das Platzwunder. Und warum ich den jetzt nicht bei den Rucksäcken dabei habe, weil er halt was mit Prinzessinnen zu tun hat. Ich weiß, manchmal macht meine Sortierung nicht ganz so viel Sinn, aber deswegen habe ich ihn da reingepackt und ja. Ein Schön und das Biest Rucksack muss ja sein zu meinem Lieblingsfilm. Ich habe aber noch eine Schön und das Biest Tasche und zwar hier die. Die ist tatsächlich auch von der Danielle Nicole, aber die habe ich bei irgendeinem Insta-Sale gekauft. Ich glaube bei der Nadine. Ich kann mich nicht mehr genau dran erinnern. Genau, die ist auch von Danielle Nicole mit Tassilo und Madame Potts. Auch eine richtig coole Tasche. Und da passt eigentlich auch ganz viel rein. Also Danielle Nicole hat auch echt schöne Taschen. Ich weiß gar nicht, ob die immer noch Taschen haben. Habe ich jetzt lange nicht mehr mich drum gekümmert. Aber die ist auch einfach ein Highlight. Dann habe ich einfach eine Schlosstasche, die ich tatsächlich auch noch nie anhatte. Ja, es gibt Taschen, die ich halt noch nie anhatte. Es ist halt so. Die habe ich auch bei Bello Shop Hongkong bestellt. Aus Asien. Ich weiß nicht, was es ist. Ich glaube, es ist Yen. Ich bin mir aber jetzt auch nicht sicher. Ja, sieht halt so aus. Ich wollte schon immer mal eine Schlosstasche haben, weil es gab auch mal eine Schlosstasche. Ich glaube, auch von Danielle Nicole.
Ich glaube, die Tinkerelli hat sie auch. Auf die bin ich ein bisschen neidisch, muss ich sagen. Und diesen Traum. Und als Ersatz dachte ich, komm, die gab es mal in Anaheim. Genau, die gab es in Anaheim. Oder was, Loungefly? Naja, auf jeden Fall habe ich mir die Tasche dann mal bestellt. Ausgeführt habe ich sie noch nicht. Aber ausgeführt habe ich die schon. Und zwar die Aurora-Tasche von Loungefly. Die habe ich, glaube ich, bei EMP mal bestellt. Für mein Aurora-Outfit. Ich habe ja auch einen Aurora-Rock und so. Habe, glaube ich, auch mal einen Bound gemacht. Und da gab es dann halt die Tasche dazu. Da habt ihr noch so ein kleines Vögelchen von Aurora. Und ja, sie sieht ein bisschen Anime-mäßig aus auf der Tasche. Also ein bisschen, ja, bisschen Anime-Look, aber auch sehr viel Platz drin. Dann habe ich einmal einfach, das ist eigentlich keine Tasche, das ist einfach so ein Ding, für Fotos mal gekauft. Gab es bei Amazon, war auch nicht teuer. Da passt zwar was rein, vielleicht 3 Tampons oder so, aber ja, es ist einfach so Pascal. Es gibt auch die Feen und Fabius, also die Feen von Aurora und Fabius gibt es auch, aber es ist halt immer nur für Fotos gewesen, für Rapunzel-Fotos. Dann habe ich eine Ariel-Tasche, das ist einfach eine Muscheltasche von Shein, für ein Ariel-Outfit. Ist jetzt nichts Weltbewegendes, ist auch jetzt von der Qualität, jetzt, würde ich sagen, jetzt nicht mega gut, aber es ist einfach eine Muschel und passt für Ariel-Bounds oder Ariel-Outfits und dafür erfüllt sie ihren Zweck. Also wenn ihr bei Shein sowas sucht, dann seid ihr da genau richtig. Dann habe ich eine Rapunzel-Tasche von Loungefly. Sieht so aus. Und zwar habt ihr hier vorne die Laternen und hinten habt ihr Pascal. Und hier habt ihr die Sonne und den Griff und die hat auch eine Umhängetasche. Und ja, die ist sehr, sehr groß, also da passt sehr, sehr viel rein. Und die gab es zum 10. Jubiläum von Rapunzel. Da seht ihr, da ist die 10 drin. Ich meine, die habe ich auch bei EMP bestellt. Mal. Und dann die letzte Tasche aus der Kiste ist eine Grinsekatze-Tasche, die ich jetzt erst zum Geburtstag bekommen habe. Deswegen habe ich es auch noch nicht ausgeführt. Habe ich ja von einem Arbeitskollegen bekommen. Und ja, eine Grinsekatze-Tasche von Alice in Wunderland, auch meine erste Alice-Tasche. Und die wird dann ausgeführt, wenn die neue Show im Disneyland startet dieses Jahr. Das waren meine Prinzessinnen, andere Frauen des Disney-Universums-Kiste. Kommen wir zu Weihnachten. Also Weihnachten kommt noch Halloween und dann kommen die Designer-Taschen zum Schluss. Weil das sind natürlich meine Highlights. Weihnachten oder Winter. Da habe ich einmal die... Jetzt hat sich das verhakt. Die Loungefly-Umhängetasche mit dem Lebkuchen. Dazu habe ich auch die passenden Ohren und auch einen Rock. Deswegen passend die Tasche dazu. Habe ich auch bei EMP, glaube ich, bestellt. Ist auch von Loungefly und ja, mega süß. Dann mein absolutes, eins der Highlights, muss ich sagen, was ich abgöttisch liebe. Und ich weiß, dass viele da draußen sehr, sehr diesen Rucksack auch sehr, sehr wollten. Und das ist auch einer, den ich, glaube ich, nie verkaufen werde, ist der Mickey Santa Rucksack. Und zwar gab es den mal vor Jahren sogar im Sale. Den hat jemand mir aus Amerika mitgebracht, im Sale. Der war ein super Schnapper und ja, ich liebe ihn. Und ja, ein absolutes Highlight-Stück an meiner Sammlung. Und ja, da nehme ich auch gerne die Kompromisse ein in der Größe. Dann ein weiterer Loungefly-Rucksack, der aber auch ein bisschen größer ist, den ich auch sehr gerne mal privat auch gern gehabt habe, ist der Olaf. Der leider schon jetzt ein bisschen mitgenommen ist. Vor allem diese Arme sind ein bisschen schwierig, wenn man es in der Kiste nicht so richtig hat, weil ich kann ihn nicht irgendwo ausstellen. Ich muss die in Kisten haben bei der Menge. Ja, ist ein bisschen größerer Loungefly, auch sehr cool zu Frozen, passt es sehr gut und ja, ich werde den auf jeden Fall so lange behalten, bis Frozen aufmacht im Disneyland Paris, weil dann kann ich ihn nämlich wieder ausführen. Richtig schöner Loungefly. Dann, wie gesagt, so viele Weihnachtstaschen habe ich nicht. Die letzte Tasche ist die hier. Die habe ich letztes Jahr neu gekauft. Und die muss ich erstmal wieder ein bisschen in Form bringen. Das ist auch so wie mit der Mini-Blümchentasche. So, den Schneemann von Loungefly. Ja, es ist Loungefly, aber Stitch Chopé bei Loungefly. Das sind ja eigentlich die Röcke, die ich ja habe. Ich glaube, das wollte ich noch sehen. Moni, zeig mal deine Röcke. Ja, das ist der hier. Gab es letztes Jahr. Habe ich bei Funko Europe bestellt.
Und der ist einfach so süß. Also wirklich zur Weihnachten oder zur Winterseason einfach ein ganz, ganz toller, eine ganz, ganz tolle Tasche. Und auch, man würde es gar nicht glauben, es passt sehr, sehr viel rein. Oben ein Fach, unten ein Fach und einfach optisch auch ein Highlight. Und das war's an Weihnachtstaschen. Gut, die Weihnachtsseason ist jetzt auch nicht so lang, ne? Muss man ja dazu sagen. In der Kiste habe ich noch so nicht Disney-Ohren, also so Rentier-Ohren und so weiter. Happy New Year habe ich da jetzt noch reingeworfen. Genau, aber das war's an den Weihnachtstaschen. Dann kommen wir zu Halloween-Villains-Taschen. Und dann fangen wir an mit meiner Cruella-Tasche. Ich habe ja mal an Halloween Cruella, mich als Cruella verkleidet, deswegen habe ich die Tasche gebraucht. Habe ich bei Amazon bestellt und hier ist noch tatsächlich, das ist auch noch so ein Ding bei mir. Ich habe überall immer noch so Folien drüber oder so von den Etiketten, diese Plastikdinger. Liebe Grüße an Daria, die hasst es, wenn ich das immer noch dran habe. Genau, wie gesagt, habe ich mal bei Amazon bestellt, diese Cruella-Tasche. Dann habe ich mal bei Shop Disney diese, ja, es ist einfach so eine Tragetasche bestellt für Happy Halloween. Die hat auch einen Reißverschluss, also echt praktisch während der Halloween-Zeit. Kann man auch waschen, ist aus Stoff. Dann ein Loungefly. Wie gesagt, da habe ich auch nochmal zwei Loungeflies, die als Rucksack, die ich auch nicht unbedingt hergeben möchte. Und zwar einmal der Mickey-Geist-Rucksack, der auch im Dunkeln leuchtet. Dazu habe ich auch die passenden Ohren. Und wie gesagt, manchmal mache ich den Kompromiss und quetsche meine Sachen in diesen Rucksack rein. Woher ich den habe? Habe ich den bei Shop Disney gekauft? Bei EMP bestellt? Ich glaube nicht. Ich weiß nicht, woher ich ihn habe. Ist auf jeden Fall aber auch ein Loungefly-Rucksack. Letztes Jahr gab es, glaube ich, Mini als Geist. Den habe ich aber auf jeden Fall von Shop Disney. Der war aber auch super schnell ausverkauft. Ich glaube, das ist die 2020er Version. Es gab eine 2019er Version oder 18er. Die war noch ein bisschen schöner, muss ich sagen. Aber ich bin auch sehr happy mit dem Rucksack. Und zwar ist es der Kürbis-Mickey. Wie gesagt, die Version, das Jahr vorher fand ich noch ein bisschen schöner, aber den habe ich nicht bekommen. Aber den habe ich bei Shop Disney bekommen. Ja, die Ohren sind ein bisschen, muss man wieder ein bisschen gerade biegen. Das sind so Spinnenohren. Und wie gesagt, den habe ich bei Shop Disney bestellt. Dann keine Disney-Tasche, aber eine Halloween-Tasche ist aber hier drin. So eine Kürbistasche für andere Freizeitparks an Halloween habe ich bei Amazon bestellt. Dann noch zwei Taschen, zwei Halloween-Taschen. Und zwar einmal die Spider-Tasche, die kam nicht letztes Jahr, sondern vorletztes Jahr. Ich weiß noch, dass Nina sie mir bestellt hat, als wir in Orlando waren. Und bei mir wäre es mitten in der Nacht gewesen. Deswegen hat sie mir bestellt bei Funko Europe, ist aber auch von Stitch Choupé bei Loungefly, weil ich auch den passenden Rock dazu habe. Ja, ist wieder diese Mickey-Spinnentasche, wieder in Kugelform. Ja, bisschen unpraktisch zum Verstauen, weil sie echt viel Platz einnehmen. Und die letzte Tasche, die habe ich, glaube ich, letztes Jahr gekauft, ist die hier. Die finde ich auch echt super schön, die ist riesig, auch von Loungefly. Und die habe ich bei, war es EMP oder was? Ne, es war nicht Shop Disney. Ich glaube, es war EMP oder Funko Europe. Funko Europe kann es auch gewesen sein. Auf jeden Fall ist die mega groß, richtig cool und ja, eine meiner, auch meiner Lieblings-Halloween-Taschen. Da kommen wir zur letzten Kategorie und zwar meinen Designer-Taschen. Und ja, da sind auch einige tolle Sachen dabei und irgendwie ist die Coach-Rate letztes Jahr oder Anfang dieses Jahres um gefühlt 80% gestiegen, weil Coach einen krassen Sale hatte und ich da krass zugeschlagen habe. Also fangen wir an mit den Coach-Sachen. Coach hat ja auch immer mal Disney-Kooperation. Und da, oh nein, warum ist die dreckig? Die muss ich sauber machen. Die hatte ich mich jetzt im Park dabei. Muss ich auch mal imprägnieren, muss ich sagen. Die habe ich tatsächlich noch nicht imprägniert, das mache ich direkt danach. Ist einmal die Mickey Maus schwarze Tasche von Coach. Wie gesagt, gab es mal jetzt die Anfang, Ende letzten Jahres, Anfang dieses Jahres mega krassen Sale. Und ja, die ist echt schön. Ihr seht da, das muss ich gleich mal versuchen wegzumachen und sie mal imprägnieren, weil ich die jetzt im Park auch dabei hatte. Und passt auch sehr gut. Ich glaube, ich nehme die auch mit nach Asien, weil ich die echt schön finde. Dann eine, die ich aktuell trage, ist die Coach-Tasche. Deswegen ist sie prall gefüllt.
Das ist meine aktuelle Handtasche, die ich benutze im Alltag. Und ich muss sie tatsächlich... Ich hatte die an, als ich meinen Unfall hatte, ihr wisst, da. Und da ist leider ein, zwei Tropfen Blut draufgekommen. Man sieht es jetzt nicht mehr ganz so, aber ich muss da versuchen, nochmal mit bisschen was, das nochmal ein bisschen wegzumachen. Also meine DNA ist auf jeden Fall auf der Tasche verewigt. Und ja, die gab es auch im Sale. Dann haben auch, was es im Sale gab, aber das habe ich mir, das haben mir die Magics gekauft. Vielen Dank an der Stelle. Und zwar im Outlet neben dem Disneyland. Was ich auch ein bisschen schwer finde, ist die Reißverschlüsse zu schließen. Also irgendwie, das hat Daniel ja auch das Problem. Hat er mir schon erzählt, weil er hat den Rucksack auch. Die Reißverschlüsse sind manchmal ein bisschen schwer zu schließen. Aber es ist der Coach-Rucksack. War auch, also ich glaube, 70% reduziert. Der hat mal 800 Euro gekostet. Und ja, passt auch sehr viel rein. Und ich mag das Design und die Optik. Und ja, noch eine Coach-Tasche aus der Kollektion. Ich glaube, nee, das war es noch nicht aus der Kollektion. Ich habe irgendwo noch eine. Moment, ich schau mal, dass wir direkt die Coach-Sachen abgeschlossen haben. Da ist es. Also ich habe noch eine Coach-Tasche, aber nicht aus der Kollektion, sondern aus einer anderen Kollektion. Aber ich habe mir auch noch die Bauchtasche aus der Kollektion bestellt im Sale. Und ja, wie gesagt, meine Designer-Coach-Rate ist dieses Jahr direkt mal um 80% gefühlt gestiegen. Aber ja, immer, wie gesagt, auch noch mal die Bauchtasche. Ich überlege mir, ob ich die mitnehme in Urlaub oder die schwarze. Mal schauen. Aber auch... Sehr schön, hatte ich auch an, als ich im Park dieses eine Outfit anhatte mit diesem, mit der beigen Flauschejacke und so. Weil die kann man ja nicht nur aus Bauchtasche tragen, sondern auch so Crossbody. Und ja, fand ich echt schön, passend zu dem Rucksack. Dann bleiben wir bei Coach, aber aus einer anderen Kollektion. Habe ich mir bei Shop Disney, glaube ich, war das damals, die Walt Disney World zum 50. Geburtstag Coach-Tasche gekauft. Ihr seht hier vorne, habt ihr das Dornröschen Cinderella-Schloss. Dann habt ihr hier Mickey, Minnie, Donald und Daisy drauf. Sieht so aus. Und das Band ist halt so... Also die Farbe vom Band, muss ich sagen, finde ich jetzt nicht ganz so geil, weil sie farblich manchmal echt nicht kombinierbar ist, dieses Orange und Gelb. Aber ja, habe ich mal bei Shop Disney bestellt. Dann kommen wir zu... Ach, hier übrigens steht an der Seite auch noch Walt Disney World drauf. Ich bin froh, dass... also einerseits bin ich schon froh, dass es immer mehr Coach-Sachen von Disney auch hier in Europa gibt. Andererseits freut es meinen Geldbeutel, mein Konto leider nicht so sehr. Dann von Aldo, ich jetzt nicht der krasseste Designer, aber ich habe es jetzt trotzdem mal hier reingepackt, habe ich die Tasche mir letztes Jahr gekauft. Und da würde Daria wieder sagen, da hast du wieder die Folie drauf. Ja, da ist noch die Folie drauf. mir fällt das immer nicht so direkt auf. Genau, einmal hier die gab es letztes Jahr auch zu Disney 100. Da ist auch noch so eine kleine Tasche drauf. Hat so ein bisschen Versace-Vibes für mich, deswegen fand ich die schon ganz cool. Da ist auch so eine Kette dran. Und ja, passt auch ganz viel rein, hatte ich auch schon mal an und gefällt mir echt gut. Da sind auch die anderen Charaktere wie Donald und Daisy oder Goofy drauf. Und die habe ich bei Zalando bestellt gehabt. Ich packe die immer in so Stoffbeutel hier. Deswegen dauert es ein bisschen, bis ich die wegpacke. Dann habe ich noch eine Aldo-Tasche. Genau. Ja, das zeige ich gleich. Meine zwei super Highlights und meine zwei teuersten Taschen, die ich habe. Aber erstmal noch eine von Aldo. Was ist denn da noch drin? Und noch ein Band. Da ist noch ein zusätzliches Band drin, was ich offensichtlich noch nicht benutzt habe. Und ist diese Tasche. Die habe ich auch im Sommer letztes Jahr ganz oft getragen, weil ich finde die Größe im Alltag ist super praktisch. Hier habt ihr Mickey und Minnie und hinten habt ihr die ganze Gang noch drauf. Und ja, sie ist auf jeden Fall schon gebraucht. Und drin habt ihr noch so eine kleine Tasche, da immer wieder in diesem Versace-Vibe. Da könnt ihr dann auch noch was drin verstauen. Müsst ihr aber nicht mittragen. Also könnt ihr die Tasche auch so haben oder halt mit dem. Da habe ich dann immer so Handcreme und Zeug drin, genau. Ja, die von Aldo gab es auch bei Zalando, habe ich auch dort bestellt. Und ja, die Disney-Aldo-Kollektion hat mir echt gut gefallen. Ja, es ist auf jeden Fall schon gut in Benutzung gewesen und kommt dieses Jahr im Sommer wahrscheinlich dann auch wieder zum Einsatz. So, da gab es auch immer diese schönen Stoffbeutel, hier hatte ich auch Disney 100 drauf. So, jetzt kommen wir zu meinen zwei teuersten Taschen, die ich besitze. Ich glaube auch
Ja, die eine Tasche ist auch generell meine teuerste Tasche, die ich besitze. Disney und nicht Disney. Kommen wir zu meinen zwei Gucci-Taschen mit Disney-Design. Einmal... Ach, die kennt ihr aber eigentlich schon, die Taschen. Und zwar einmal hat mir eine liebe Followerin, die mal bei, oder die arbeitete in Barcelona bei Gucci, glaube ich, und hat mir dann, als es Mitarbeiterrabatt gab, eine von denen gekauft. Das heißt, ich habe 50% Rabatt auf die bekommen und hat sie mir dann netterweise zugeschickt. Also ja, vielen Dank an der Stelle. Und es ist aber schon Jahre her, dass ich die habe. Also einmal hier die Gucci Mickey-Tasche. Und die sind tatsächlich jetzt auch richtige Sammlerstücke. Wenn man die sucht, die Taschen, bekommt man die fast nicht mehr zum Originalpreis, sondern sehr, sehr viel mehr Geld. Also es ist auch richtige, wie sagt man, richtige Wertanlage, die ich hier habe. Ja, das ist einmal die hier, trage ich auch sehr, sehr gerne. Aber ja, die schaue ich auch, dass da auch nichts dran kommt oder so. In den Parks würde ich die nie anziehen, weil ich da Angst hätte, dass da irgendwas dran kommt, weil ich dann natürlich oft meine Taschen einfach auf den Boden stelle oder irgendwo hinhänge oder so. Deswegen, ja. Die hat aber kein, ich weiß nicht, wo dein Stoffbeutel ist, deswegen ist sie eine Michael Kors Tasche. Und ja, jetzt kommen wir zu meinem absoluten Lieblings, generell meine absolute Lieblingstasche und auch die teuerste Tasche, wie gesagt, in meiner Kollektion. Und die hat auch den Disney Gucci Stoffbeutel. Und die Tasche gibt es auch nicht mehr zu kaufen. Und die wird auch sehr teuer gehandelt aktuell. Ist die hier. Die Disney Gucci Tasche. Das ist dieses klassische Gucci Format. Ich weiß nicht, wie es heißt. Das tut mir leid. Und da seht ihr die Disney Charaktere drauf. Auch von der Farbe her ist es super. Dann habt ihr immer so ein Herz und dann nochmal Mickey und Minnie. Und ja, wenn man das aufmacht, steht auch drinnen Gucci und Disney. Ja. Meine absolute Favorite-Tasche und die teuerste Tasche aus meiner kompletten generellen Taschenkollektion. Aber ich liebe sie. Hat mir Mama mal zu Weihnachten geschenkt. Vor, ich glaube, es war 2 oder 3 Jahren. Ja. Mega schön. Und das waren sie. Das waren alle meine Disney-Taschen und Rucksäcke. Ja, ich hoffe, es das ein oder andere hat euch auch gefallen. Und wie gesagt, schreibt mir gerne unten in die Kommentare, welche Tasche euch am besten gefallen hat. Und ich weiß, es ist eine Riesenkollektion, wie auch schon bei den Ohren und bei den Spirit-Jerseys. Aber es ist, wie es ist. Ich bin halt eine Frau, die gerne Taschen mag und Fashion und sich immer passend gerne ankleidet. Und deswegen brauche ich halt so viele Taschen. So ist das leider. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst bitte einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, drückt auf die Glocke und dann sehen wir uns ganz bald wieder. Ciao.